Du machst mir gar nichts zu und du gehst auch mal weg. So. Na, warte. Oh Gott, hier ist halt das Problem. Hier irgendwo Deckung gehen ist scheiße, weil halt sich alles bewegt, logischerweise. So, verpiss dich. Oh Gott, ich kassiere. Komm, erhol dich, erhol dich, erhol dich, erhol dich. Ich kann nicht so lange hier irgendwo in Deckung bleiben. Okay. Ach ne, echt. Komm so früh drauf. Granaten habe ich auch keine. Ja, okay, hier ist auch eine Granate. Ja, das wäre auch hier der Hammer. Schlechthin. Oh, ihr Schweinebacken, ey. Wie viel? Da wäre so eine Granate so schön. Einfach hier reinholzen. Oh Gott. Ja, so geht's auch. Ja, so geht's auch, wenn ihr... Ja, ja, guten Flug. Tschüss. Und das Problem ist, wir werden halt auch rein weggezehrt. Aber bei uns geht's noch. Knapp. Nee, doch nicht. Nee, wir sind im Arsch. Ja, nee. Nee! Das war's. Also hier kann man ganz gut sagen, I believe I can fly. Und wir müssen auf jeden Fall das Ding hier treffen, sonst ist hier alles vorbei. Alles klar. Halt dich fest, Junge. Halt dich fest, sonst ist es vorbei. Und mach diese scheiß Fallschirm auf. Oh Gott im Himmel. Oh Nate, du machst mich so panne. Ach Gott sei Dank. Oh Gott, so geiles Ding. Mitten in der Wüste. Ich freue mich den Arsch ab. Puh. Oh ja. Kapitel 18. Die Rub al-Khali. Wüste. Ja. Geiles Ding. Mitten in der Scheiße. Ich weiß auch nicht. Ja, okay. Das glaube ich dann, das rede ich dann jetzt. Ja, kann ich jetzt gar nicht fragen. Gibt's diese Wüste jetzt auch in echt oder ist das irgendwie eine Kopie oder so von der Sahara? Oder was ist hier los? Weil, ich sag mal so, die sieht echt verdammt groß aus, die Wüste. Echt verdammt groß. Und ja, gibt's die in echt? Ich muss immer googeln. Wahrscheinlich, wenn ich die Kacke eingib, steht einfach nur hier, ja, Uncharted 3 hier. Großartig. Dann mal los. Digga, du hast keinen Plan, wo wir hin müssen. Und einfach, ja, großartig, dann mal los. Super. Ich weiß nicht mal selber, wo ich hin muss. Und ich habe die Kacke schon mal gespielt. Und ich wüsste auch eigentlich, wo ich hin muss. Aber ich weiß es selber nicht mal mehr. Und du einfach, ja, sicher. Oh Gott. Also, man muss schon sagen, es sieht verdammt geil aus. Sieht echt verdammt geil aus. Aber halt, das Problem ist halt auch, er hat ja auch nichts, er hat nichts zum Trinken dabei, gar nichts, super toll. Und er weiß halt auch, dass wir im Arsch sind, weil wir weit und breit hier nichts finden. Nichts, nada, gente, gar nichts. Geil. Ach, Nate. Ich bin jetzt auch nicht sicher, ob ich hier überhaupt richtig gehe. Ich glaube aber schon. Ja, doch. Oh Mann. Okay, hier hinten, oder hier vorne besser gesagt, ist hier irgendwas. Aber man merkt schon, er ist schon ganz schön im Arsch.
Das glaube ich dir jetzt. Die Sonne scheint hier, warum? Da ist sie. Die Sonne scheint hier, bis zum geht nicht mehr. Windig. Hallo? Wasser finden. Ah, hier. Wasser wäre gut. Ja, hier ist ein Brunnen. Das war noch nicht meine Fata Morgana, glaube ich, ist. Ne, ich glaube, die ist sogar echt. Ein Brunnen. Oh Gott sei Dank. Egal ob kalt oder warm. Verdammt! Mist. Ja, Sand war drin. Geil. Gut, dann müssen wir halt weiter. Ja, nee, eben nicht. Dann müssen wir halt weiter. Geiles Ding, nur halt wohin weiter? Ja, und jetzt, genau, da meine ich ja. Hier ist nichts außer Dünen und Sand. Mehr ist hier nicht. Anscheinend wird es jetzt auch noch dunkel, noch besser. Und das kapiere ich auch. Bei der Wüste checke ich das auch nicht irgendwie. Wo bist du, Sally? Weil ich habe gehört, dass am Tag ist es halt kochend heiß, logisch. Da hat es im Schatten, glaube ich, irgendwie 40 Grad oder so. Aber. Wie kann es denn sein, dass es in der Nacht so verdammt kalt ist? Wie geht das? Ja, wenn man sich mit Sternen auskennt, dann hat man hier echt einen Vorteil, weil ich sehe hier nichts weiter als Sterne. Oh, er ist sonst so im Arsch. Und da hinten winkt jemand, und zwar Sally. Tja, und hier kann man sich eh schon denken, das kann ja nur eine Fata Morgana sein. Sally. Und er ist weg. Weil theoretisch würde er hier jetzt zu uns laufen und nicht wieder weglaufen. Eigentlich, oder? Und hier hin, aha. Ja, Alter. Was haben wir denn hier Schönes? Ja, ja. Genau. Welche Wurzeln klammern hier? Welche Äste wachsen aus dem steinernen Abfall? Moment mal. Menschensohn, du weißt es nicht, errätst es nicht. Denn du kennst nur Bruchstücke von Bildern. Der Brunnen. Wo die Sonne strahlt und der tote Baum keinen Schutz spendet. Die Grille keine Erlösung und der trockene Stein kein Rauschen des Wassers. Verdammt, ich laufe hier im Kreis. Mist! Verdammt, Nate. Scheißdreck. Besser gesagt, fuck. Cool, oh Gott, wie die Sonne hier reinholst und wie er komplett im Anus ist, das ist ja Hammer. Nur dieser rote Felsen bietet Schatten. Wie die Sonne kocht. Komm in den Schatten unter dem roten Felsen. Da will ich ja eh. Boah, Alter. Ich will gar nicht wissen, wie viele Grad sie hat. Ich will gar nicht wissen, wie es ihm beschissen geht, ey. Lecco mio. Und ich zeige dir etwas anderes. Als den Schatten, der dir des Morgens folgt. Oder der sich abends erhebt, um dich zu begrüßen. Ich zeige dir Furcht in einer Handvoll Staub. Ja, genau das meine ich jetzt. Jetzt ist hier halt. Ihm ist jetzt verdammt kalt.
Und vorher war es verdammt heiß. Also wie schafft das die Wüste, dass es so in der Nacht so verdammt kalt wird? Ich kapier's nicht. Normalerweise, wenn ich hier der ganze Sand aufgewärmt ist am Tag, dann müsste doch der Sand auch halt dann hier warm sein und I don't know. Ja, hinlegen, dann ist vorbei, weil dann bleibst du sowieso liegen und dann bist du auch down. Nate! Sorry. Wach auf! Komm schon, los, deine Hand! Ich habe dich überall gesucht. Ich habe dich gesucht. Keine Ahnung, wie lange ich schon hier bin. Glaube ich. Sorry? Ja, tja. Fata Morgana halt. Ja, du hast ja keinen Plan, wo du hinläufst. Das ist hier noch immer weit und breit nichts. Und der Brunnen ist auch wieder, was weiß ich wo. Die geht. Alter. Sally? Ja, und jetzt, finally, hat Ellie was gefunden. Endlich eine Stadt. Ich komme, Sally. Sally, hast geschafft. So ein Glück. Es ist dein Dorf. Ja, kein Plan, wie du das gefunden hast, also wie du hier wirklich richtig gelaufen bist, weil... Guckt euch das doch mal an, hier weit und breit nichts. Und hier ein Dorf. Läuft. Weil das ist auch noch ewig so weit weg. Hm. Aber gut. Soll mir recht sein, mir ist nur lieber, dass er hier endlich mal wieder ein bisschen herumjockt, nicht hier, wie der Schnecke hier geht, aber ja, ich kann ihn auch verstehen, wenn er komplett im Arsch ist. Na komm, ein bisschen schaffst du es auch noch. Nee, das ist keine Fata Morgana, aber... Genau, das ist sie. Hier ist keine Menschenseele mehr. Kapitel 19, die Siedlung. Ja, eine abgefuckte Siedlung, das ist sie. Oh, Nate, ey. Das tut mir schon leid. Wenigstens echt. Und ich sehe sogar schon von hier den Schatz, auch nicht schlecht. Sonst sehe ich ihn fast nie. Aber ja. So, das heißt erstmal den Schatz holen. So, mit Zeit muss sein, auch wenn er schon komplett im Arsch ist. So, hier ist zu. Komm ich nicht durch. Genau. Ist ein anderer Weg. Ja, ich weiß den anderen Weg schon, keine Sorge. Jo. Easy going. Sieht auch sehr stabil aus. Also es sieht eigentlich nicht stabil aus, aber es ist stabil, lustigerweise. Alles, was nicht berührt, geht kaputt. Das ist ein typisches Uncharted. Typisches Uncharted halt. Warte, bringt dir was? Jawohl. Ah, genau. Ja, genau, so. Au. Verdammt. Ne, hier ist noch ein bisschen was. Mist. Nicht trinkbar. Wieso? Was ist es schon? Das Salzwasser oder was? Ist egal, dann saufst du einfach. Ist dir scheißegal. Du hast Dusch. Komm. Wayne juckt. Wie der Typ jetzt einfach noch klettern kann in seinem Zustand, das ist doch krank. So, und jetzt? Muss es was Nützliches geben?